Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham City. Das letzte Mal haben wir in der Iceberg Lounge, also im Museum vom Pinguin, ist ja nicht der Iceberg Lounge, nicht offiziell zumindest, haben wir hier Mr. Freeze befreit in der Kommandozentrale, haben hier drüben fast alle von diesem Einsatzkommando, von den Geiseln gerettet und hier irgendwo da aus dem Anzug von Mr. Freeze den Waffenunterbrechungschip oder was auch immer das war, gefunden und gleich eingesetzt. Und nun machen wir uns auf, die letzten beiden Geiseln zu retten und Pinguin gegenüberzutreten. Hallo Batman, ich weiß, dass du es bist. Was ist? Suchst du Streit? Ja, dann komm! Stehen bleiben, du Idiot! Hey, wie redest du mit mir? Das ist mein Revier, Batman. Ich gehe da einfach locker vorbei. Da. Halt still, Batman! Ich sag dir was, Batman. Einen Versuch hast du frei. Komm schon, versuch's. Es sei denn, du hast Angst. Alter. Was ist mit dem Sicherheitsunterbrecher komme ich an Pinguin ran. Ich habe die ganze Zeit auf die Einblendung gewartet. Erledigt, Cobblepot. Nein, entschuldige, bitte tu mir nicht weh. Ich kann für nichts garantieren. Ich auch nicht. Ich wollte dir helfen, Batman. Ich hab dir die Gelegenheit gegeben, von ihr abzuhauen. Aber nein, du musstest ja den starken Mann markieren. Aber weißt du was? Von hier oben siehst du ganz schön mickrig aus. Oh, nicht traurig sein. Ich habe eine kleine Überraschung für dich da unten. Alter. Was zum Henker treibst du da? Sehen, wie viel dieser hässliche Schweinehund einstecken kann.
Alter! Das hat sich ja wehgetan, nicht wahr? Zum... Nein! Lass den Unsinn mit dem Sprengstoff! Ich mein's ernst! Nein! Aua! Das wollte ich nicht. Kriegst du ihn nicht. Ich bin viel zu schnell. Ich bin super schnell. Warum auch immer ihm so etwas Schaden macht. Ich hinterfrag's nicht. Was hast du getan, du Kleiner? Du kannst ihn nicht töten. Das geht nicht. Das war's schon? Ich hab den Kampf irgendwie länger in Erinnerung. Wer hätte damit gerechnet? Du kannst den Bastard nicht töten! Lass sie in Ruhe! Mann! Nein! Oh. Ach, super. Mann, ich weiß nicht, in welche Entfernung das kommt. Und jetzt hängt er genauso da wie am Anfang. Alter. Das war's jetzt aber. Hey! Nur noch du und ich. Fledermaus gegen Vögelchen. Junge! Alter! Jetzt aber! Du kleiner, mieser Ratte, du! Wo ist Cobblepot? Sowas! Wen haben wir denn da, Mr. Freer? Es reicht. Freeze, es reicht. Ja, natürlich. Du wirst das, was du getan hast, bereuen. Hast du gehört, Cobblepot? Das Heilmittel, Freeze. Es gibt keins. Was? Lass es mich erklären. Es war leicht, ein Heilmittel für die Krankheit des Clowns zu erschaffen. Bedauerlicherweise zerfällt dieses Heilmittel zu schnell. Es benötigt einen stabilisierenden Bestandteil, irgendein verbessertes Enzym. Ohne das zerfällt es, bevor es seinem Wirt helfen kann. Ich habe das da schon mal gesehen. Die Suche nach einem geeigneten Enzym wäre nicht das einzige Problem. Es müsste angepasst werden, und zwar an die menschliche DNS. So etwas dauert Jahrzehnte. Eine Zeitspanne, die dir sicher nicht zur Verfügung steht. Was ist, wenn ich dir sage, dass es einen Mann gibt, der diesem Enzym seit Jahrhunderten ausgesetzt ist? Wer ist dieser Mann? Sein Name ist Ra's al Ghul. Bring ihn zu mir. Ich brauche eine Blutprobe von ihm. Es ist deine einzige Hoffnung. Ra's al Ghul ist tot. Dann sind der Clown und du dem Untergang geweiht. Nicht zwingend. Es muss mir nur jemand sagen, wo sein Körper ist. Dann kann ich zu ihm und ihn aufwecken. Ketzer!
Du bist es nicht würdig, Ra's al Ghuls Namen auszusprechen. Du bist ein Narr, Batman. Du hast deine letzte Hoffnung entkommen lassen. Nein, Victor. Wenn Ra's al Ghul in Arkham ist, habe ich nun eine Spur, die zu ihm führt. Uiuiui, was war das für ein Kampf? Alter, am Ende brennt ihm einfach die Haut weg und wir brechen seinen Brustkorb auf und was, zerquetschen ihm sein Herz? Oder was war das da am Ende? Ich meine, es ist Solomon Grundy, der ist wortwörtlich unsterblich und da Batman nicht tötet, kann er ihn somit trotzdem einfach, wie er möchte, den Brustkorb aufreißen und sein Herz zerdrücken. Warum nicht? Er muss sich hinknien, dass wir halbwegs auf Augenhöhe sind. Ich finde den Anzug an sich echt nice gemacht. Bist du sicher, dass dieser Mann den fehlenden Bestandteil besorgen kann? Ich habe Ra's al Ghul schon oft getroffen. Er behauptet, dass er über 600 Jahre alt ist und ich glaube ihm. Es muss ihn also irgendwas am Leben halten. Hoffen wir, dass du recht hast, Batman. Immerhin hängt dein Leben davon ab. Woher weiß er eigentlich, dass wir auch diesem Gift ausgesetzt sind? Und so langsam, so wie auch der Anzug halt immer mehr und mehr zerschleißt. In letzter Zeit jetzt nicht, das sind noch ältere Wunden. Aber wir, wenn man jetzt zum Beispiel gerade eben in dieser Art Zwischensequenz beim Gespräch auf die rechte Wange von Batman schaut, so sieht man es jetzt auch ein bisschen. Er wirkt etwas blasser als sonst und er hat da recht so leichte Äderchen, die sich schon bilden. Schaut alles sehr, sehr ungesund aus. Die Komponente, die du erwähnt hast, wäre schon vom wissenschaftlichen Standpunkt her interessant. Der Aufbau der Krankheit, die dich befallen hat, ist kompliziert. Die Komponente, die du erwähnt hast, wäre schon vom wissenschaftlichen Standpunkt her interessant. Das ist nicht vorbei. So wie ich das sehe, schon. Ich hab Geduld, Mann. Ich kann warten. Okay. Das wollte ich nicht. Was für ein cooles Gefängnis auch. Du kommst in meine Sammlung, Batman. Ich krieg immer, was ich will. Gotham hat mal uns gehört. So wird's wieder sein. Ja. Ganz, ganz ruhig. Sanchez. Wo bekommt ein sogenannter Gefangener so viele Waffen her? Ja, das ist echt, selbst für Pinguinsverhältnisse ist das nicht normal. Ich will mich rächen, Batman. Wo bekommt ein sogenannter Gefangener so viele Waffen her? Du hast mir geholfen, Batman. Das werde ich dir nie vergessen. Strickland. Ich verstehe nicht, wieso hatte Pinguin einen Ninja? Wo bitteschön kriegt man sowas her? Ein Ninja. Du hast mir geholfen, Batman. Frag doch mal bei Amazon. Was ist nur mit dieser Stadt? Erst die Anstalt, jetzt das. Hey, eine Referenz zur Anstalt. Du hast mir den Arsch gerettet, Batman. Ja, das habe ich. Nein, das wollte ich eigentlich gar nicht. Egal. Blutscannen. Oracle, neuer Plan. Ich verfolge die League of Assassins. Wieso? Was haben die mit all dem zu tun? Oh, eine Sekunde. Geht's um Ra's oder seine Tochter? Pinguin lässt ein Mitglied der League of Assassins im Gefängnis festhalten. Ich kenne das Zeichen. Sie ist ein Mitglied von Talias Elitewache. Ich wusste es. Was ist nur an dieser Frau, dass sie für dich augenblicklich zur wichtigsten Person der Welt wird? Talia ist nicht das Ziel, Barbara. Ich habe Freeze unfertiges Heilmittel hochgeladen. Ich glaube, die Antwort findet sich... in Ra's al Ghuls Blut. Okay, Bruce, ich schätze, du musst ihn suchen. Aber lass dich nicht ablenken. Sie darf dir nicht wieder in die Quere kommen. Okay, danke, Barbara. Talia al Ghul. Ja, grundsätzlich im Batman-Universum ist das so. Batman hat an sich drei Frauen in seinem Leben. Die eine ist Talia al Ghul. Die nächste ist Catwoman. Und die dritte, die kennen eher wenigere, die ist eher aus früheren Tagen. Da weiß ich den Vornamen nicht, aber die hat den Nachnamen St. Cloud. Also Saint-Cloud ist der Nachname, glaube ich. Das Besondere an diesen drei Frauen ist, die St. Cloud
liebt sozusagen alles, was Bruce Wayne ist. Talia liebt alles, was Batman ist. Und Catwoman ist die einzige, die beide Seiten liebt. Und trotzdem kann Batman selber im Grunde halt mit keiner der drei Frauen wirklich was anfangen. Beziehungsweise sie nicht wirklich was mit ihm. Ich dachte immer, Pinguin sei eine Art Witzfigur. Jetzt nicht mehr. Der Kerl ist irre. Ja, das ist so allgemein das Statement, was die Leute über Pinguin haben. Wie konnte Pinguin Zugriff auf die gleichen Monster bekommen, die Joker in der Anstalt hatte? Ja, das ist Titan. Das muss echt zerstört werden, weil diese Monster gehen mir auf den Kicks. Stufenaufstieg. So, jetzt machen wir das endlich mal. Unterbrecher, Waffenstörgerät. Oder Wärmesignaturtarnung. Bin ich jetzt echt überlegen, was nehme ich da eher? Mit Hilfe der Wärmesignaturtarnung kann Batman sich für Feinde mit Infrarotsichtgeräten unsichtbar machen. Dies funktioniert aber nur so lange, wie er sich nicht bewegt, während er gescannt wird. Wenn Batman sich während des Scans auf einem Aussichtspunkt zu oder von ihm weg bewegt, wird er trotzdem entdeckt. Also quasi Unsichtbarkeit. Oder macht gegnerische Waffen aus der Ferne unschädlich, ohne dass der Gegner bemerkt, dass seine Waffe ab diesem Zeitpunkt eine Störung hat. Nachdem die Waffe gestört wurde, werden die betreffenden Ziele im Detektivmodus blau markiert. Sie lassen sich so leicht identifizieren. Dieser Ausrüstungsgegenstand kann auch eingesetzt werden, um Tiger-Wachgeschütze und die Geschütze von Tiger-Hubschraubern vorübergehend zu deaktivieren. Nach zweimaligem Gebrauch muss der Unterbrecher nachladen. Die ist eigentlich besser, weil die braucht man für Riddler-Trophäen, das andere nicht zwingend. Jetzt könnten wir eigentlich zurückgehen und diese eine Trophäe hier, upsa, bin jetzt Mikrofon klang, ich hoffe, das war jetzt nicht laut. Diese eine Trophäe, die ja von einem Tiger-Geschütz bewacht wurde, können wir uns jetzt dann gleich anschauen. Michael. Danke, dass du mir geholfen hast, Batman. Ach, der andere Glatzkopf war nicht Michael, sorry. Pinguin und Joker sind hier eingesperrt und brechen trotzdem noch einen Krieg vom Zaun. Jo, ich glaube, das war aber ehrlich gesagt auch der Plan von Strange. Hallo? Ah. Hallo. Diese Bastarde werden nicht gewinnen. Diesmal nicht. Wir sorgen hier für Sicherheit, Batman. Das hoffe ich doch. Gut. Ach, wir müssen eh so oder so hier wieder zurück, um hier die ganzen Trophäen mitzunehmen. Das heißt, ja eine Trophäe, die können wir uns für später aufheben. Die wird jetzt nicht so wichtig sein. Seilwerfer. Wie ich sehe, haben Sie eine Anfrage zur League of Assassins in den Backcomputer eingespeist. Oh, und weitere Ausrüstung angefordert. Haben Sie schon über einen größeren Gürtel nachgedacht? Hab ich. Zu schwer. Macht mich langsam. Sag Bescheid, wenn's hier ist. Das ist eine gute Erklärung, aber die Stimme von Alfred war gerade eine andere als sonst, oder? Kann mich jemand hören? Komm! Ich höre dich. Hier herrscht völliges Chaos. Der Boss ist weg. Was? Wo ist Pinguin? Keine Ahnung. Er sagte noch, Batman kommt in meine Sammlung. Dann war er plötzlich weg. Zack! Das gefällt mir nicht. Glaubst du, dass er tot ist? Hat Batman ihn umgelegt? Warst du noch mal im Museum? Das Museum ist abgeriegelt. Da haben jetzt diese Drecksbullen das Sagen. Wir hätten sie abknallen sollen. Und wie lautet der Plan? Versteck dich. Wenn du Jokers Jungs siehst, leg sie um. Okay. Kein sehr netter Plan. Hat er sich schon irgendwie gemeldet? Pinguin? Der hält sich bedeckt. Das ist schlecht. Hat er vorher noch nie gemacht, oder? Nein, soll mir aber recht sein. Ich hasse es, wenn ich gerade versuche, irgendeinen Spinner umzulegen und seine Quäkstimme in meinem Ohr höre. Tönt mich ab. Ja, ich weiß, was du meinst. Hab ich dir schon erzählt, wie er mich mal auf Joker angesetzt hat? Nein. Wahre Geschichte. Ich saß auf einem dieser hohen Gebäude in der Nähe von Cyanus und zielte mit einer Knarre durchs Fenster. Ich konnte Joker sehen und ich konnte sehen, was für Sachen Quinn für ihn tun musste. Haha, zum Beispiel? Du willst es nicht wissen. Auf jeden Fall hat der Geschlagene zwei Tage auf mich eingelabert. Was macht er jetzt? Wer ist bei ihm? Irgend so ein Blödsinn. Die ganze Zeit dachte ich nur, halt deine verdammte Fresse, kleiner Mann. Sonst mache ich Kehrt und jage dir auch eine Kugel in den Leib. Sei leise, Mann. Wenn er dich so hören könnte, würde er... Würde er was? Was will er machen?
Hab gehört, dass Batman hierher kommt. Entweder hat Batman ihn aufgehalten oder er Batman umgelegt. Was auch passiert ist, der belauscht uns nicht mehr. Aber grundsätzlich dieses Verhältnis zum Boss, das kennt man, glaube ich. Ah ja, das ist ein bisschen aber auch... Ach, so ein Mist. Arkham City okay. Kann mich mal. Was Quinn für Joker tun musste, kann ich mir nicht vorstellen. Er ist hier! Das wird dir verdammt wehtun, Batfreak! Du hattest recht, das ist Batman! Pah, Alter. Ich finde den Move so brutal. Nein, nicht den Grünen! Boah. Was war das gerade? So. Und so. Ich kann dir mehr Schmerzen zufügen, als du dir vorstellen kannst. Erzähl mir vom Riddler. Riddler? Okay. Ich weiß nicht viel. Aber ich rede. Tu mir nicht weh. Kann ich nicht garantieren. Und da hat er ihm wehgetan. So, da hinten ist noch ein Grüner. Okay, das heißt, die kommen auch erst mit der Zeit immer so nach und nach. Wayne Enterprises. Dass das nichts zum Scannen ist. So, der nächste grüne Typ. Blutspur folgen gleich. Zurückzuschlagen. Ah, da ist ja schon. Können zeigen, wer hier das Sagen hat. Was haben diese Schwachköpfe nur? Was muss ich dir brechen, damit du mir die Wahrheit über Riddler erzählst? Du musst mir nichts tun. Ich werde reden. Das höre ich gern. Okay, ich wollte gerade sagen, der Sturz ist aber höher als das letzte Mal. Von Arkham City. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit wurden ihnen sämtliche Grundrechte entzogen. Ohne sie ist Gott... Innerhalb dieser Anlage ist jeder für sein eigenes Überleben verantwortlich. Da ist noch ein Grüner. Zufällig folge ich der Blutspur, was ich gerade nicht will. Ich will zu einem grünen Menschen dahin. Grüne Menschen! Kann ich da hoch? Dich zerreißen, Pinguin! Two-Face will, dass du stirbst! Es gibt kein Entkommen. Komm zu Two-Face oder krepiert! Two-Face wird bald zurück sein! Sehr gut, 3 auf einmal ausgeschaut. Oder 2 halt. Das sollte ich nicht. Mann, lass doch den armen Jungen mal in Ruhe. Sag mir, was ich über Riddler wissen will, sonst kannst du deine Nahrung nur noch flüssig zu dir nehmen. Mehr weiß ich nicht. Tu mir nicht weh. Natürlich nicht. Sehr schön. Und wieder einen grünen Typen erledigt. Da oben, ach, das ist rot. Okay, das heißt, das kriege ich nicht. Ah, da ist einer. Jetzt möchte ich mal dieses Klingen-Kontern ausprobieren. In Deckung, es ist Batman. Jo, zeig mal, was du hast. Ah, ich bin nicht gewohnt, dass das so langsam ist. Von den höheren Schwierigkeitsgraden geht es halt in Originalgeschwindigkeit. Zack! Hieß es halt so voll langsam. Sag dich doch, es ist Batman! Schnappt ihn! Ha!
Bam! Nice Move auch. Ciao. Kommt denn einfach alleine zu mir hingerannt? Was auch immer, der sich dabei gedacht hat. Warten die auf irgendwas? Okay, die Blutspur ist wieder da. Wir sind so einfach quer drüber und haben genau die Spur erwischt. Aber ich will jetzt eh zu dem Grünen dann nach links, das heißt... Nicht, dass ich aus Versehen jetzt da die der Spur folge. Ich sehe meinen Atem. Es ist die blöde Fledermaus. Da drüben scheint irgendjemand zu kämpfen. Das wird wehtun, Batman. So, nicht, dass ich jetzt aus Versehen wieder den Grünen ausschalte. Wir sorgen dafür, dass es weht. Auch ein nice Move. Ich hab doch drei gedrückt. Hoffentlich den richtigen. Wenn du mich anlügst, musst du auf Flüssignahrung umsteigen. Bitte, ich sag dir alles, was ich weiß. Gut. Die einzige Sache, muss ich schon sagen, die ich bei dem Spiel etwas schade finde, ist, dass sie für diese Gegnertypen, glaube ich, nur drei Synchronsprecher engagiert haben, über das ganze Spiel hinweg. Also, dass man immer dieselben drei Stimmen hört. Das ist ein bisschen schade. Also, langsam kommen wir aber mit den Fragezeichen und so schon gut zusammen. Wird immer mehr. Das ist ja das Schlimmste. Okay. Das ist einfach ein so ein einzelner Typ. Mit einer Waffe. Alle Insassen von Arkham sind für ihr eigenes Wohl verantwortlich. Im Sanitätsbereich von Arkham allen Gefangenen eine begrenzte Anzahl an medizinischen Ressourcen zur Verfügung. Pam, einfach gegen die Wand gefetzt. Und da drüben liegt irgendwer. Nein, da unten auch. Den Typ da unten würde ich mir mal gerne anschauen. Wir haben gerade Jokers Jungs umgelegt. Diese Idioten waren keine Gegner. Außerdem macht das nicht mehr lange. Schon bald wird er tot sein und dann muss jemand den Laden hier schmeißen. Two-Face sagt, dass er es sein wird. Ich werde ihm sicher nicht widersprechen. Ich mach's, ich hasse Pinguin. Gut. Er ist hier. Wenn wir den Anruf erhalten, werden wir Arkham City in zwei Hälften reißen. Ach komm her. Oh, da hat sich gerade einer greift. Habe ich gar nicht gewusst, dass es das gibt. An diese Trophäe kommt man als Catwoman gar nicht ran, wenn man nicht vorher als Batman die Wand hier aufgesprengt hat. Stufenanstieg, yeah. Gut, dann Wärmesignaturtarnung. Das sind auch wieder schön viele Gegner. Hier schön viele Punkte. Ah, ein bisschen weiter weg. Dass ich hier schön diesen Sturzangriff gleich machen kann. Na. Oh, das sollte eigentlich jetzt erwischen.
Ah, der Winkel hat echt nicht gut ausgeschaut vom Arm. Nein, nein, Arme sollten in andere Richtungen schauen. Ach so, da müssen wir ewig in der Geisel. Aber haben wir gesagt, das machen wir alles später. So, wenn ich jetzt hinüber schaue, über die Karte, kommen mir dann da wieder andere grüne Männchen entgegen? Oder muss ich da auch erst mit der Geschichte weiter vorankommen? Ach, das Innere von Catwomans Wohnung, genau. Die hat ein echt schmutziges Bett, eine halbwegs normale Couch und einen halbwegs normalen Sessel. Objekt verdeckt. Ich gebe dir gleich verdeckt. Sonst ist das Zimmer aber nichts Schöneres. Nichts Besonderes, nichts Schöneres. Okay. Catwoman und Two-Face. Versuchen Sie unter keinen Umständen die Außenmauer zu erreichen. Ist das eine Catwoman-Trophäe? Naturellement. Genau das hier hinten, das ist so ein bisschen das, genau, von den politischen Gefangenen, so eine Art Lager. Also hier sind die wenigen Guten, wenn man so möchte. Hallo, ich bin Batman. Ich rette euch sozusagen irgendwie. So. Ja, und tschüss. Pengede, pengede. Von wegen. Gib da einfach auf. So, ich weiß, ich kann ihn nicht treffen. Oh. Das heißt, jetzt kommen wir auch an diesen ganzen Geschützen und dem Ganzen vorbei. Was gut ist. Hui. Da ist noch irgendwas, da komme ich aber nicht hin. Vorsicht, die Fledermaus! Ach komm. Ja gut, dann kommt's her. Ich zermahl deine Knochen zu Staub! Was war das schon wieder auch gerade? Aber was auch sonst? So. Immer noch ein komischer Ort hier, muss ich sagen. Aber an das konnte ich mich noch erinnern, dass das hier irgendwo in der Nähe war. Na komm. Haben keinen Sichtkontakt mit Batman. Da ist immer noch der eine. Ach nein, das sind zwei solche. Normale. Big Gotham Circus cancelled. Future in the Flying Graysons. Ja, der erste Robin. Dick Grayson. Aber auch wenn's geht. Ach, ihr wollt auch was. Ah. Das hat jetzt ein bisschen ärger geknackst als sonst. Dahin können wir noch schauen. Ach, warte mal. Okay, jetzt haben wir hier einen Punkt. Fehlt nur noch das Fragezeichen dazu. Habe ich schon mal gesagt, dass ich diese Perspektivensachen nicht mag?
Nein. Ach komm. Die sind nämlich immer so umständlich. Mann, großes Fragezeichen. Das muss hier irgendwo sein. So. Das ist schon mal zu weit weg. Blödes Fragezeichen, wo bist du? Sie waren jetzt echt wieder hochgegangen. Okay. Mann, komm. Ja, wo ist dann das blöde Fragezeichen? Komm, irgendwo, hallo. Ja, wow. Hier, hinter der Häuserwand irgendwo. Ach Gott. Da ist es. Überhaupt nicht nervig. Aber gut. Gehen wir der Blutspur nach. Zeitpunkt für einen Museumsbesuch, Bats. Wonach suchst du? Nach Sammlerstücken. Ist ja klar, oder? Jo, bist du so eine Gesichtsleiche oder irgendwas im Wasser? Scarecrow, habe ich sie alle hier gesehen? Vermutlich hat Croc ihn tatsächlich zerfleischt. Sieht wie ein weiteres Opfer des Identitätsdiebs aus. Ich scanne den Bereich auf Indizien, die auf seine Identität oder seinen Aufenthaltsort hinweisen. Ist das ungefähr da, wo ich gesagt habe, ja? Okay, dann war ich vorher zu früh da oder ich habe ihn einfach nicht gefunden. Ein Skalpell? Wer lässt denn sowas Oracle, liegen? Ich habe einen neuen Satz Fingerabdrücke angefertigt, aber ich finde in Gothams Täterdatenbank keinerlei Übereinstimmung. Ich lade die Abdrücke jetzt zu dir hoch. Kannst du sie mit allen gespeicherten Abdrücken des Landes vergleichen? Hallo, ich war noch nicht fertig. Dieselbe Vorgehensweise wie beim vorherigen Opfer. Erst betäubt der Mörder die Stimmbänder, dann entfernt er das Gesicht und verbindet den Kopf. Es besteht kein Zweifel daran, dass er es ist und er schlägt in schneller Folge zu. Ein Verbrechen, das mit dieser Präzision ausgeführt wird, braucht wochenlange Vorbereitung. Das sind keine zufälligen Angriffe. Achso, ich wollte gerade sagen, in der Detektivsicht, wo ist das? Ich habe eine Übereinstimmung gefunden, aber das muss ein Fehler sein. Das kann nicht Gesicht. Wessen Fingerabdrücke sind es? Deine. Es sind Bruce Waynes Fingerabdrücke. Wie ist das möglich? Ich habe keine Ahnung. Bruce, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber... Was ist los, Barbara? Ich habe über die Sache mit dem Identitätsdiebstahl nachgedacht. Nicht sauer werden, aber wie kannst du dir sicher sein, dass du diese Leute nicht umgebracht hast? Ich meine, an den Tatorten fand man deine Fingerabdrücke. Wie war das gerade? Natürlich nicht vorsätzlich, aber es geht dir nicht gut. An diesem Ort wimmelt es von Verrückten, die deine Lage ausgenutzt haben könnten. Denk drüber nach. Was, wenn Crane wieder dahinter steckt? Du kennst den Ruf von Strange. Vielleicht hat er dich bei eurem Treffen dahingehend manipuliert. Es gefällt mir nicht, aber... Ich war das nicht. Ich bin mir absolut sicher. Ja, natürlich. Sorry. Ich wollte nur... Naja, du weißt schon.
Aber ganz ehrlich, irgendwie habe ich diese Vermutung schon auch. Diese Vermutung habe ich allerdings auch. Also nicht was mit dem Riddler, sondern dass das vielleicht Bruce Wayne wirklich war. Wie kann man sich denn da sicher sein, dass man es nicht war, wenn man da mal manipuliert wurde, dass man es war? Telefone machen mich krank. Ständig klingelt es. Ja, in letzter Zeit ja nicht mehr so. Yo, Ryder, das bist du, oder? Gott sei Dank. Batman ist zurück. Diese Schlampe Vale kriegt meine Show nicht. Der werde ich zeigen, wer der beste Reporter in Gotham ist. Okay. Ich komme hier raus und dann beweise ich der Welt, dass man Jack Ryder nicht unterschätzen sollte. Ja, du möchtest ganz Superheld. Wer das in Teil 1 gesehen hat, ja. Er ist eine quasi wirkliche Tun-Lachfigur-Version von Batman. So, wohin wollte ich eigentlich? Geradeaus, da ist noch eine Trophäe. Gotham City Herald, okay. Aha. Gotham City ist eine Besserungsanstalt mit Chancengleichheit. Sogenannte Superkriminelle erhalten keine Sonderbehandlung. Der böse Pinguin, klar. Ein Butterberg mit einem Scherzartikel-Regenschirm. Und so einer will kriminell sein. So. Noch. Für ein paar Brotkrümel legen die einander um. Dafür wird Strange bezahlen. Nur Geduld. Da ist ja noch eine Trophäe, wenn ich endlich mal rüberkommen wird. Hallo, kannst du da mal? Danke. Wayne ist meine, du kommst aus dem Gefängnis frei, Carmen. Danke, das war super. So, wo ist denn jetzt das? Okay, da gehe ich in die richtige Richtung. Da hinten müsste wieder die Blutspur anfangen. Von der League of Assassins. Finde ich übrigens gut, dass sie da das nicht verdeutscht haben. Die Liga der Assassinen. Nach oben ist, oder? Soll das heißen, nach oben? Ja. Die alte Kletterliese. Die Blutspur führt nicht weiter. Ich kann die Attentäter nur finden, wenn ich noch weitere Beweismittel aufspüre. Okay, dann scannen wir das Blut einfach nochmal, oder was? Ja, okay, wahrscheinlich hier Verbände. Das Blut, ja, ist schon gescannt. Okay, wir werden da wahrscheinlich in der Blutspur Blutspuren finden. Nah ran. Ach, kannst du die bitte nicht Ninja nennen? Das sind keine Ninjas. Okay, der Walljump war cool, aber ich kann fliegen. Haie! Husuma! Okay, das war etwas effektiver raufgeklettert, als ich es kann. Aber schön, dass ihr da auf mich wartet. Hallo. Die lockt uns doch wohin, oder? Schau, wie die auf uns wartet. Alter, was für ein mega Jump gerade. An vorgegebenen Stellen von Arkham City werden regelmäßig Nahrungsmittel abgeworfen. Die Abwürfe erfolgen zu. Du bist nur noch am Leben, weil der große Ra's al Ghul es duldet. Die Gefangenen sind selbst für eine gerechte Verteilung verantwortlich. Ruf ihn zurück. Die kann ich erledigen. Lass es. Folge uns nicht. Ich brauchte deine Hilfe nicht. Ach ja? Ich weiß nicht, für mich sah das schon etwas anders aus. Ich hatte alles unter Kontrolle. Wieso hat Alfred dich geschickt? Er hat sich Sorgen um dich gemacht.
Nimm das und lass es analysieren. Durchsuch danach die Krankenhäuser und Notaufnahmen. Jeder mit diesem Blut wird innerhalb von 24 Stunden sterben. Wessen Blut ist es? Oh, es ist deins, nicht wahr? Ich gehe in die Krankenhäuser und kehre dann zurück. Du brauchst meine Hilfe. Ich komme schon klar. Du wirst in Gotham gebraucht. Es könnte schlimmer werden. Viel schlimmer. Meinst du? Wenn Strange wirklich deine Identität kennt und sie allen verrät, was dann? Wie willst du? Vertrau mir. Ich finde eine Lösung. Du weißt, wo ich bin, wenn du Hilfe brauchst. Ich weiß. Jetzt geh! Ach, Robin. Das war Tim Drake, der dritte Robin. Seilwerfer ermöglichte es, sich schnell zwischen zwei horizontal gelegenen Punkten zu bewegen, kann während der Bewegung erneut eingesetzt werden, um die Richtung zu ändern, ohne den Boden zu berühren. Wenn du lügst. Wehr dich nicht, bitte! Tu mir nichts, ich sag alles! Gute Nacht. Tja, gute Nacht. Und damit legt sich auch diese Folge schlafen? Keine Ahnung, ich habe irgendwie ein besseres Wortspiel im Sinn gehabt. Ah, na, das ist der am Rand. Das heißt, damit ist dann auch diese Folge zu Ende. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Und bis dann. Bitte, lüg mich nicht an. Hab gerade erst das Blut von einem deiner Freunde von mir abgewaschen. Nein, ich werde dir alles sagen. Genau das wollte ich hören.